Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Industrie. Heute geht es um die Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen. Schauen wir uns dazu einmal die Definition der Volkswirtschaftslehre an. Die Volkswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft und untersucht die Zusammenhänge bei der Erzeugung und Verteilung von Gütern und Produktionsfaktoren. Um diese Definition besser zu verstehen, gucken wir uns einmal an, was genau Güter und Produktionsfaktoren überhaupt sind. Fangen wir zunächst einmal mit den Gütern an. Güter werden in zwei Kategorien unterteilt. Einmal in freie Güter und einmal in knappe Güter bzw. in Wirtschaftsgüter. Die freien Güter sind frei überall erhältlich und sind nicht begrenzt von der Zahl, wie zum Beispiel Luft. Knappe bzw. Wirtschaftsgüter werden in drei Kategorien unterteilt. Diese wären einmal Sachgüter. Als zweite Kategorie hätten wir die Dienstleistung. Da können wir als Beispiel einen Transport von Waren nehmen. Und als dritte Kategorie haben wir bei den Wirtschaftsgütern Rechte. Diese können zum Beispiel Patente sein. Sachgüter werden auch nochmal in zwei Kategorien unterteilt. Einmal in Produktionsgütern und einmal in Konsumgütern. Konsumgüter sind für uns Endverbraucher bestimmt. Produktionsgüter oder auch Investitionsgüter sind für Unternehmen bestimmt, die dann das Produktionsgut weiterverwenden. Die Produktions- und Konsumgüter werden nochmals je in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal in Gebrauchs- und einmal in Verbrauchsgütern. Gebrauchsgüter sind einfach Güter, die man mehrmals gebrauchen kann bzw. mehrmals benutzen kann. Verbrauchsgüter hingegen sind nach einmaligem Gebrauch nicht mehr verwendbar. Ein Produktionsgut, was auch ein Gebrauchsgut ist, wäre zum Beispiel eine technische Maschine oder Anlage. Ein Produktionsgut, was aber auch gleichzeitig ein Verbrauchsgut ist, wäre zum Beispiel Energie, die man für die Produktion verwendet. Als Gebrauchsgut haben wir auf der Konsumgutseite zum Beispiel einen Fernseher. Den kann man mehrmals verwenden und ist dementsprechend ein Gebrauchsgut. Als Verbrauchsgut bei den Konsumgütern können wir zum Beispiel Toilettenpapier nehmen, was nur einmal verwendbar ist. Jetzt haben wir zum einen die verschiedenen Arten der Güter schon einmal verstanden. Nun schauen wir uns einmal die Produktionsfaktoren an, die auch ein Teil der Volkswirtschaftslehre sind. Produktionsfaktoren sind alle Dinge, die an der Produktion von Gütern mitwirken. Ohne diese können wir also unsere Güter nicht herstellen. Diese Produktionsfaktoren sind zum Beispiel Arbeit, auch genannt Humankapital bzw. Arbeitskraft. Um unsere Güter herzustellen, brauchen wir menschliche Arbeitskraft, damit überhaupt die Produktion läuft. Als zweiten Produktionsfaktor haben wir den Boden bzw. Naturkapital oder Ressourcen der Natur. Dieser Produktionsfaktor ist auch essentiell, damit er überhaupt eine Produktion bzw. ein Unternehmen starten kann. Als dritten Punkt haben wir das Kapital bzw. Sachkapital, Betriebsmittel wie Anlagen und Maschinen. Wir können keine Teile herstellen, wenn wir nicht die entsprechende Maschine bei uns im Betrieb haben. Ein weiterer Punkt, den man auch manchmal bei den Produktionsfaktoren mit dazu zählt, ist das Wissen, das man benötigt, um überhaupt die Produktion von Gütern möglich zu machen. Nun haben wir sowohl die Produktionsfaktoren als auch die Güter verstanden, die ein Hauptbestandteil der VWL sind. Vielen Dank.